Hallo, hier ist Lukas. Wir sind die Sportexperten aus dem 6. Jahrgang der Oberschule Salzhausen. Unser Thema ist heute Reiten. Dafür sind wir beim Vielseitigkeitsturnieren in Lohmühlen und machen unsere Aufnahmen. Ich bin Lilly und das ist meine Freundin Carolina. Und wir dürfen heute Bettina Heu interviewen. Sie ist eine der besten deutschen Vielseitigkeitsreiterinnen. Das Turnier in Lohmühlen hat sie auch schon mal gewonnen. Frau Heu, wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal auf einem Pferd saßen? Oh, ich glaube ein halbes Jahr. Ich war, glaube ich, 6 Monate. Da hat mein Vater mich aufs Pferd gehoben und ich durfte vor ihm sitzen. Und als ich 3 Jahre alt war, da konnte ich schon ein bisschen alleine reiten. Warum treten Sie und so viele gute Reiter hier in Lohmühlen jedes Jahr an? Naja, Lohmühlen ist die größte deutsche Veranstaltung und das ist natürlich immer schön, auf Heimatboden großen Sport zu zeigen und sich dann auch auf Heimatboden gegen die ganzen ausländischen Teilnehmer engagieren. Gibt es ein Pferd, das Sie besonders gerne reiten oder geritten haben? Die schwierigen, so wie Lanfranco zum Beispiel, der hier am Start ist, macht mir eigentlich sehr viel Freude oder besonders viel Freude, weil das jeden Tag eine neue Herausforderung ist und ich immer versuchen muss, ihn auf meine Seite zu ziehen, damit er auch mitspielt, weil er sehr schnell nervös wird und wenn er nervös wird, wird er ein bisschen aggressiv und da muss ich sehr viel Feingefühl haben, um ihn immer so zur Mitarbeit zu motivieren. Sie haben ein Pferd mit dem Namen Ringwood Cockatoo geritten. In Lohmühlen treten Sie jetzt mit Designer und Lanfranco an. Wer denkt sich die Namen für die Pferde aus? Also bei Designer, der hat ja nun, weil er der 10. Designer ist, der bei der deutschen FN eingetragen wird, hat er also die 10 dahinter, was ich irgendwie total blöd finde. Aber ich wollte den Namen auch nicht ändern, weil das eigentlich da wenig Glück bringt. Was heißt eigentlich Lanfranco TSF? Lanfranco ist benannt nach einem englischen Jockey und das TSF steht für Trakehner Sportförderung. Also Lanfranco ist ein Trakehner und dafür, dass er das TSF hinten an seinem Namen hat, bekomme ich eine kleine finanzielle Unterstützung im Monat. Was wünschen Sie sich, wenn Ihre Pferde zu alt sind zum Reiten? Also Cockatoo zum Beispiel, der hat ein super tolles Zuhause, der ist bei einer Familie und die reiten noch kleine Prüfungen mit ihm, der ist jetzt 22 und das wünsche ich mir eigentlich für meine Pferde. Wir haben gelesen, dass Sie und Ihr Pferd Woods als Ashby einen schweren Unfall hatten. Haben Sie sich beim Reiten schon mal schlimm verletzt? Ja, also das Runterfallen gehört natürlich schon irgendwie zum Sport dazu. Bei Ashby ist in der Prüfung die Aorta geplatzt. Das heißt, in dem Moment wird der Körper dann nicht mehr mit Blut versorgt, sondern das Pferd verblutet innerlich. Es war für mich das furchtbarste Erlebnis überhaupt. Sie haben 2004 eine Goldmedaille aberkannt bekommen. Da waren wir erst 3 Jahre alt. Wie ist das damals passiert? Also du hast die Klingel, um dir den Start freizugeben, so wie ihr das vielleicht heute auch gehört habt für die Dressur. Das gilt also fürs Springen genauso. Dann hast du 45 Sekunden, um zu starten. Nach dem damaligen Reglement durfte ich eigentlich diese Volte, die ich geritten bin, wo ich die Startlinie schon überschritten hatte, durfte ich diese Volte machen. Der Fehler wurde oben im Richterturm gemacht. Die Uhr lief runter und dann hat der Richter, als er gesehen hat, dass ich noch keine Intention habe, direkt auf den ersten Sprung zuzureiten, die Uhr nochmal gestartet und das hätte er nicht gedurft. Und das war dann nachher so ein bisschen Auslegungssache und dadurch, es war nicht nur die Einzelmedaille, war sehr ärgerlich, aber was natürlich noch schlimmer war, war, dass die Mannschaft die Goldmedaille verloren hat. Also wir haben im Grunde genommen 2 Goldmedaillen verloren und das war sehr bitter. Provisional score for number 123, a percentage of 69.6. Was motiviert Sie beim Reiten am meisten? Also jetzt noch Hochleistungssport zu betreiben, ist eigentlich der Verlust dieser beiden Medaillen. Also meine Teamkollegen hatten dann 4 Jahre später in Hongkong die Chance und haben Gold gewonnen. Ich nicht. Ich habe also noch keine Wiedergutmachung gehabt. Und das treibt mich schon an. Jetzt machen Sarah und Alida weiter mit dem Sportexperten-Spezial.
Dazu gehören ein kleines Quiz und ein Duell. Hallo. Wir beginnen mit dem Sportexperten Extrem. Was war die extremste Erfahrung, positiv oder negativ, die Sie bisher in Ihrem Leben gemacht haben? Das war definitiv an dem einen Tag der Gewinn 2 Goldmedaillen in Athen 2004 und dann 2 Tage später die wieder abgeben zu müssen. Das war schon das Extremste. Sie sind eine sehr gute Reiterin. Welche Sportart können Sie gar nicht? Was ich gar nicht kann, sind Ballsportarten. Volleyball, Basketball, Handball. Bin natürlich auch ziemlich klein. Das ging nie so gut. Was ich unheimlich gerne lernen würde, ist Fechten. Oder irgendwas mit Selbstverteidigung. Das finde ich auch noch ganz gut. Jetzt kommen wir zum Sportexperten-Quiz. Sie haben eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die wir in der Schule gelernt haben. Mal sehen, was Sie noch wissen. Welches ist das Land der 1000 Seen? Mecklenburg-Vorpommern? Falsch, Finnland. Zu welcher Gattung gehört das Nilpferd? Keine Ahnung. Zu den Schweinen. Ach echt? Ja. Können Sie den Refrain von Yellow Submarine von den Beatles? Yellow Submarine, nee, kann ich auch nicht. We are living the Yellow Submarine. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Im Bio haben wir gelernt, dass ein neugeborener Mensch im Vergleich zu einem Erwachsenen eine unterschiedliche Anzahl an Knochen hat. Wer hat mehr Knochen von beiden? Das Kind? Richtig. Ach, das war gut geraten. Welches ist die nördlichste Insel Europas? Island? Richtig. Wie viel sind 21 Millionen Milligramm in Kilogramm umgerechnet? Darf ich den Telefonjoker benutzen? Weiß ich nicht. 21? Richtig. Zum Schluss haben wir noch die Sportexperten-Ticks. Haben Sie eine ganz besondere, vielleicht auch verrückte Macke oder Angewohnheit? Ich zum Beispiel zucke manchmal, wenn ich hippelig bin, mit der Nase. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also das Einzige, dass ich natürlich gewisse Talismänner habe, die ich beim Reiten trage. Und ohne die steige ich auch nicht aufs Pferd auf dem Turnier. Also den hat die Tochter meiner besten Freundin mir geschenkt. Der ist also geweiht, vom Bischof geweiht und soll gut auf mich aufpassen. Jetzt kommt das Sportexperten-Duell. Sie treten gegen Lukas an. Ihr guckt euch beide dabei direkt in die Augen. Okay. Wer als erstes lachen oder grinsen muss, hat verloren. Grimassen schneiden und Witze erzählen sind erlaubt. Wir haben uns sehr gefreut, mit Ihnen das Interview durchzuführen und zu dürfen. Vielen Dank. Ich danke euch.